Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Lunch Talks Demokratie um 12 aus der Landesvertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund hier aus Berlin und heute mal den Corona-Umständen geschuldet digital. Wir wollen uns heute mit einem leider sehr virulenten Thema beschäftigen, das gerade in Krisenzeiten noch mal zur Höchstform ausufert. Es geht um Falschmeldungen, um Desinformation und damit zusammenhängende Verschwörungserzählungen. Sie begleiten uns schon des Längeren, aber gerade in diesen Zeiten passiert doch viel Verstörendes in puncto Fake News. Und die Frage steht ja immer wieder im Raum, wie ist damit umzugehen? Ich freue mich sehr, mit einigen Expertinnen dazu ins Gespräch zu kommen, aber auch mit Ihnen an den Rechnern. Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen und Kommentare, die erreichen uns hier. Und wir werden Sie immer wieder in unser Gespräch mit aufnehmen. Also schalten Sie sich gerne ein. Ich begrüße ganz herzlich heute die Mitinitiatorin und Gastgeberin von Demokratie um 12, Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales. Danke für diese Plattform, Frau Staatssekretärin. Ich freue mich, Frau Kupferberg. Schön, dass Sie da sind. Heute bei uns ist der Politikberater und Buchautor Johannes Hilje, und zwar ganz physisch, wie schön, unter anderem Autor des Buches Propaganda 4.0, wie rechte Populisten Politik machen, das bereits in der zweiten Auflage im Dietz Verlag erschienen ist. Und darin erklärt er sehr eindringlich, wie Desinformationskampagnen funktionieren, welchen Zweck sie verfolgen und wie sie wirken. Herzlich willkommen, Johannes Hilje. Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein. Und uns zugeschaltet ist Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD Aktuell. Sie hat jede Menge Erfahrung in Sachen Desinformation und kann uns mehr darüber erzählen, was es für den professionellen Journalismus bedeutet, mit diesem umzugehen. Einen schönen guten Tag. Hallo, Juliane Leopold. Ob im Gespräch, wenn man im Supermarkt unterwegs ist und von Menschen angesprochen wird, in den sozialen Netzwerken. Und es ist auch, und deshalb komme ich auf Demokratie um 12 und grüße auch ganz herzlich Professor Thorsten Faas, mit dem wir zusammen hier von der FU jetzt diese Veranstaltungsreihe aufgelegt haben. Demokratie lebt davon, dass wir informierte Bürgerinnen und Bürger haben. Und deshalb ist Desinformation eben ein Phänomen, das in dieser Quantität und Qualität, die es jetzt erreicht hat, nicht Qualität im positiven, sondern im negativen Sinne, auch ein demokratiebedrohendes Element. Und wir in einer Staatskanzlei, wir als Vorsitzland der Rundfunkkommission, haben mit Filmen zu tun. Wir haben den Faktenchecker jetzt auch aufgelegt. Wir sind jetzt an der 9. Corona-Bekämpfungsverordnung, wie alle anderen Bundesländer auch. Das heißt, Corona zu bekämpfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen, lebt davon, dass man gut informierte Bürgerinnen und Bürger hat. Und eben Desinformation wirkt da entgegen. Und wir haben eine kleine Reihe aufgelegt, das habe ich bei WhatsApp gehört. Und da versuchen wir auch eben den Faktenchecker durchzuführen, um eben auch auf den sozialen Netzwerken das zu nutzen. Aber der größte Glaubwürdigkeitsfaktor, wir haben eine ARD-Kollegin ja mit dabei, mit Frau Nias, sind eben die Öffentlich-Rechtlichen, die Zeitungsmedien. Aber die virale Verbreitung findet halt eben oft in den sozialen Netzwerken statt. Und wir merken schon, der Faktencheck, der gehört inzwischen wirklich zum guten Ton, wenn man seriös arbeiten möchte und die Menschen erreichen will. Johannes Hilje, darüber jetzt zu diskutieren, was genau Desinformation ist, ist möglicherweise auch schon passé. Das werden viele Menschen wissen. Dennoch gibt es ja auch Grauzonen, Grenzen und die Definition, die erneuert sich auch mit den Wegen und Ausspielformen von Desinformation. Also vielleicht dann doch eben eine aktuelle Definition Ihrerseits. Was genau, wann reden wir von Desinformation und wie zeigt sie sich? Ja, wie Sie schon sagen, also ich glaube, es gibt einen sehr unstrittigen Teil der Definition, dass es sich bei Desinformation um Behauptungen handelt, die vorsätzlich irreführend oder falsch sind. Und was wir aber mittlerweile erleben, ist, dass Desinformationen vor allem auch mit dem Ziel verbreitet werden, politische oder ökonomische
Interessen zu erfüllen. Also Desinformation ist tatsächlich zu einer politischen Strategie auch von Staaten geworden. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit erlebt. China hat Informationen verbreitet, die USA hat Informationen verbreitet über die Ursache zum Beispiel des Viruses, über den Ursprung, über Schuldzuschreibungen. Da geht es oft drum zwischen Staaten. Und wir sehen aber auch ökonomische Anreize mittlerweile, Desinformation zu produzieren, weil es eine ganze Reihe von sogenannten Alternativmedien gibt, die tatsächlich damit gutes Geld verdienen, Desinformation zu verbreiten. Da gibt es YouTube-Kanäle, da gibt es Internetseiten und das sind manifeste Geschäftsmodelle. Mhm. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass es hier wirklich um eine systematische und strategisch begründete Verbreitung von falschen Behauptungen geht. Und das ist nicht einfach nur das Flunkern im privaten Kontext. Das ist ja was ganz anderes und das sollte man wirklich von der Desinformation abgrenzen. Und diese Kanäle, die sind oft auch sehr professionell gestaltet inzwischen und offenbar attraktiv für viele Menschen. Deswegen die Frage an Juliane Leopold. Sie bieten ja auch sehr Attraktives an, nämlich die klassischen journalistischen Formate, wie die Tagesschau zum Beispiel. Und die erreichen ja auch Rekordquoten. Und trotzdem erreicht der klassische Journalismus, der fundiert recherchierte, ja offenbar nicht mehr alle. Wie erklären Sie sich denn die Attraktivität von genau solchen Geschäftsmodellen, die gerade Johannes Hilje hier ein wenig erklärt hat, Juliane Leopold? Ich glaube, die Attraktivität liegt daran, dass die Zugangsschranken zum Erreichen vieler Menschen durch das Internet so unglaublich gesunken sind. Johannes Hilje hat das erwähnt, es ist auf YouTube möglich, für jedermann und jede Frau einen Channel zu eröffnen und Content da reinzusetzen. WhatsApp steht allen Menschen offen. Ich glaube, der Unterschied zu dem, was wir vielleicht mal vor 4, 5 Jahren gesehen haben, ist wirklich nochmal das Wachstum der Plattform. Wenn ich da jetzt mal WhatsApp rausnehme, die Integration in das Facebook-Gefüge, hat da, glaube ich, eine große Rolle gespielt, um das noch größer zu machen, als es ohnehin schon ist. Und es sind auch nochmal andere Nutzergruppen reingekommen. Also man redet immer von diesem Leapfrogging, also es gibt eine bestimmte Generation von Menschen, so Best Ager, Silver Surfer, also ne, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, wir reden so von Generation 55 plus, die eigentlich eine Sozialisation im sozialen Web nicht am Desktop mitgemacht hat, sondern direkt über mobile Geräte eingestiegen ist und da eben über WhatsApp maßgeblich. Und ich stecke jetzt nicht mehr so knietief in den Studien wie zu anderen Zeiten, aber ich glaube, es ist schon so, dass wir beim Verbreiten der Desinformation auch diese Gruppen und diese Altersgruppen sehen, die da sehr aktiv sind. Und also Kompliment für den wunderbaren Titel habe ich bei WhatsApp gesehen. Das ist natürlich einfach 1:1 ein Satz, den man dann hört in Konversationen mit diesen Gruppen. Ja, dann danke ich Ihnen erstmal für diese Einordnung. Und liebes Publikum, wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Bemerkungen haben, dann freuen wir uns natürlich. Gibt es denn schon Erstes in unserer Kommentarleiste? Haben wir da schon die ersten Fragen? Frage ich jetzt mal in die Regie. Mal schauen, ob da schon was aufploppt. Wir sind hier bei Demokratie um 12, dem Lunchtalk. Nein, es gibt noch keine Fragen, wie ich gerade höre. Dann würden wir erst mal weiter darüber nachdenken. Heike Raab, ist die Bevölkerung in Krisensituationen tatsächlich anfälliger für Desinformation? Die Bevölkerung ist super interessiert an Information. Und das Informationsbedürfnis, das sehen wir an den Einschaltquoten im öffentlich-rechtlichen Sender. Das sehen wir in Sendern, das sehen wir daran, wie auch kommuniziert wird in den sozialen Netzwerken, dass dies wirklich gestiegen ist. Aber manche Informationen, es gibt Beispiele davon, da fragen sich
Menschen oder interessierte Bürger, ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Und manche Nachrichten sind auch oder manche Informationen sind auch nicht so leicht zu identifizieren. Mhm. Ein Beispiel ist, Ibuprofen wirkt positiv oder verlangsamt das Infektionsgeschehen von Covid-19 oder vermehrt sogar den Virus. So, welche Nachricht ist die richtige? Und das heißt, aber das ist ja schon mal die erste Frage in die richtige Richtung, wenn man sich die Frage stellt, ist so das ist nun es. Desinformation oder tatsächlich? Aber wir erleben wirklich und es gibt aber auch unterschiedliche Motive, eben Desinformation zu streuen. Das eine sind Menschen, die blubbern einfach irgendwo was her, so das habe ich bei WhatsApp gehört und verbreiten etwas, was sie gehört haben, einfach unreflektiert weiter. Das andere, was Herr Hilje sagte, sind sicherlich ökonomische Aspekte. Der dritte Aspekt sind auch machtpolitische Aspekte. Das haben wir beim syrischen Regime gesehen, was den US-amerikanischen Präsidenten bewegt, wenn er gewisse Äußerungen über Desinfektionsmittel oder sowas verbreitet, können wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Aber die Motivlage, warum gibt es Desinformation, ist sicherlich schwierig, aber sie steht auch in einer Balance zu einem wachsenden Informationsbedürfnis in dieser Krisenzeit. Mhm. Und natürlich auch zu der Informationsflut, die es inzwischen gibt. Wir sind ja absolut umgeben von so vielen Informationen. Das heißt, wir müssen lernen, viel mehr zu filtern. Ich würde aber die gleiche Frage ganz gerne auch noch an Juliane Leopold und Johannes Hilje stehen. Was lässt sich denn in Krisenzeiten über Desinformation so rauskriegen und was lässt sich beobachten? Steigt da tatsächlich der Konsum auch oder das Bedürfnis möglicherweise nach alternativen Fakten? Also ich stimme Frau Rapp dazu. Erstmal steigt das Bedürfnis nach Information allgemein in einer Krise, weil eine Krise ist ja ein Zustand kollektiver Verunsicherung und auch kollektiver Desorientierung. Und das betrifft ja nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Handlungsträger und Entscheidungsträger selbst. Also wir haben ja auch einige Male erleben müssen, dass sich Politikerinnen und Politiker korrigieren mussten in dieser Krise. Das ist ja völlig normal und das ist auch das Menschliche an Politik. Auch die Politik weiß nicht immer sofort, wie es in so einem Zustand der Verunsicherung weitergehen wird. Genau. Und dieser Zustand der kollektiven Verunsicherung, der führt natürlich dazu, dass es erstmal einen Bedarf auch nach Orientierung und Sicherheit gibt. Und das ist für dann die Verbreiter von Desinformation und die Produzenten von Desinformation auch ein Gelegenheitsfenster. Und wir sehen ja, dass diese Krise eben instrumentalisiert wurde, auch in den vergangenen Wochen von zum Beispiel extremistischen Gruppen, von populistischen Gruppen, die jetzt ihre Behauptungen, die sie eigentlich schon immer hatten und ihre Ideologien zum Teil, die sie schon immer hatten, einfach auf diese Krise draufgesetzt haben und sowas wie zum Beispiel Anti-Eliten-Narrative, die Elite oder die politische Elite würde eigentlich eine ganz andere Agenda hier verfolgen, dieser Virus sei irgendwie erdacht, einfach verbreiten. Also das sind Behauptungen, die die Gruppen dann schon immer verbreitet haben und die werden jetzt neu aufgekocht mit dieser Thematik der Krise. Also das ist auch eine Instrumentalisierung, die da stattfindet, eine Instrumentalisierung des gestiegenen Bedürfnisses nach Information und Orientierung, was in einer Krise immer da ist. Mhm. Und die Frage auch noch mal an Juliane Leopold, gekoppelt mit der Frage, weil wir sprachen ja auch schon über Information, von der gar nicht so klar ist. Ist das jetzt eine Fehlinformation? Ist das eine, die irgendwo hieb- und stichfest ist? Da gibt es ja tatsächlich die Grauzone, aber die muss man erst mal ausfindig machen. Fällt Ihnen das immer so leicht, Juliane Leopold, auch als gestandene klassische Journalistin? Ja, ich denke, es ist schon so, dass die Instrumente feiner geworden sind und einfach die Wellen an Desinformation viel, viel größer geworden sind. Also ich habe ja vorhin ein bisschen was gesagt über die Kanäle und über die auch Nutzerinnenschaften, die so steigen. Was wir sehen, ist nicht so sehr eine Veränderung in der Art und Weise, wie Fake News in die Welt kommen oder welche Arten von Fake News das sind oder von Desinformation. Aber das, wie gesagt, das Aufkommen ist mehr und kann immer nur die andere Seite sozusagen beschreiben. Ich betreibe ja keinen Desinformationskanal, sondern Informations- oder zeige mich verantwortlich für einen Informationskanal. Wir haben im Rahmen der Corona-Krise und der
von großen Schutzmaßnahmen eine unfassbare Flut gesehen an Fake News. So viel, dass wir unser sehr erfolgreiches Format Faktenfinder erweitert haben um so eine Art Faktenfinder-Blog, weil einfach so viel Kleinkram jeden Tag reinkommen ist, der eigentlich, den wir redaktionell nur noch Herr geworden sind, eben in einem Blogformat, wo man einfach sehr viele Dinge hintereinander abhandeln kann. Eine Unterschiedlichkeit gibt es auch sicherlich zur Art und Weise, wie der Journalismus, der sich diesen Fake News entgegenstellt, zum Feindbild erklärt wird. Das ist auch neu für uns und das ist was, womit wir uns stärker auseinandersetzen müssen als je zuvor, weil die Strukturen dahinter professionalisieren sich, vernetzen sich, bilden Querverbindungen und das ist sozusagen eine Aufgabe, die on top auf die journalistische Aufgabe kommt, sich da gut aufzustellen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Zu sensibilisieren. Ich würde gerne noch mal ein bisschen thematisch zurückspulen, Juliane Leopold, nämlich wie eindeutig kommen diese Desinformationen tatsächlich daher? Wie schwierig ist es manchmal, die ausfindig zu machen überhaupt? Es ist nicht so schwierig, die ausfindig zu machen, weil die Methoden sich nicht geändert haben. Also zum Beispiel die Methode, sich auf populäre Hashtags draufzusetzen, um dann Desinformationen zu streuen. Die Methode, möglichst, wenn man sagen, steile Thesen in den Raum zu stellen, mit sehr viel Emotionalität zu arbeiten, auch mit manipulierten Bildern zu arbeiten. Das sind alles keine neuen Mittel der Desinformation, aber sie haben eine ganz andere Wucht in dem Moment, wo jeder und jede von uns eine von so einen Briefmarken in der Tasche herumträgt und jederzeit Zugang hat zu dieser Art von Desinformation, auch ungefragt. Also ob ich eine WhatsApp kriege mit einem Kettenbrief, mit einer Fake News drin, das kann ich mir im Zweifelsfall nicht aussuchen. Erstmal reicht es nicht, konfrontiert mich. Und das ist eine andere Rezeptionssituation als noch vor ein paar Jahren. Da vielleicht auch nochmal der Rückgriff auf die Bemerkung vorhin, dass es linear diese großartigen Zahlen gerade gibt, auch im Digitalen für die Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben unfassbare Reichweiten gehabt mit Online-Tagesschau, aber auch mit der guten alten 20 Uhr. Und ich glaube, das liegt daran, dass es sehr konzise einmal am Tag ein Paket gibt von Informationen, die sind geprüft, die sind aufbereitet, die sind zusammengefasst, konzentriert. Und das ist genau das Gegenmittel zu einem Strom von nicht mehr zu steuern und nicht mehr zu kontrollierenden, auf mich einstürzenden Informationen, die ich selber filtern und qualifiziert einordnen muss. Wir hören, diese Szene hat sich ausdifferenziert und zwar in einer unglaublich großen, in einem großen Spektrum. Das macht es nicht unbedingt einfacher in der Handhabe. Wir haben jetzt eine erste Frage. Ich freue mich sehr. Und nutzen Sie bitte die Handfunktion, sage ich jetzt mal, ins virtuelle Publikum, wenn Sie sich einschalten möchten in unser Gespräch, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Erfahrungen austauschen möchten, Bemerkungen, immer herzlich gern. Aber ich freue mich jetzt über eine zugeschaltete Dame, wenn ich es recht sehe. Sissi Pizza. Und Sissi Pizza, so der Name. Ganz herzlich. Hallo. Wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit diesem Thema Falschinformationen, Verschwörungsideologien. Und mich würde noch mal die Einschätzung sowohl von Johannes Hillier als auch von Juliane Leopold, deren Publikationen und was sie so sagen und tun, ich ja intensiv verfolge, noch mal die Einschätzung interessieren, ob wir dem zu viel Raum geben, auch mit unserem Fact-Checking manchmal, oder wo die Grenze ist für Sie, was wir aufgreifen sollen, was wir aufgreifen müssen und wo wir vielleicht dann lieber es einfach mal sein lassen. Wie sehr also thematisieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich danke Ihnen und gebe das einfach mal in die Runde. Wer möchte sich denn dazu verhalten? Also ich habe da vielleicht insgesamt drei Anmerkungen zu. Also erstmal, das haben Sie gerade eben auch schon angesprochen, die Frage, wirkt Fact-Checking eigentlich? Und die ist wissenschaftlich im Grunde umstritten, aber die wird wissenschaftlich eigentlich vor allem
darauf fokussiert, ob es die Leute erreicht, die vorher auch die Desinformation gesehen haben und ob die dann sozusagen im Nachhinein im Kopf ihre gespeicherte Information korrigieren, ob des Faktenchecks. Und da sind der wissenschaftliche Forschungsstand nicht ganz eindeutig. Da gibt es Studien, die sagen, das erreicht sowieso viel weniger und die vorher die Desinformation gelesen haben, die werden dadurch auch nicht ungestimmt. Aber ich würde trotzdem behaupten, es ist sehr wichtig, diese Faktenchecks zu tun, weil es ja immer noch auch eine große Menge anderer Leute gibt, die potenziell später von der Desinformation erreicht werden könnten. Und auch selbst Leute, die gefestigt sind, was die Information angeht, die sollte man auch damit bestärken. Also deswegen glaube ich, ist das Faktenchecken eine wichtige Rolle und es ist ja auch nicht so, oder spielt eine wichtige Rolle und es ist ja auch nicht immer auf der Seite 1, sondern das ist sozusagen, das hat ja mittlerweile einen festen Bestandteil einfach auf bestimmten Seiten. Die Frage von Frau Pitzer hinsichtlich des möglicherweise größer machen des Phänomens, die finde ich sehr interessant. Also wird eigentlich ein Phänomen befördert, indem man darüber berichtet als Medien? Und da bin ich selber auch immer ein bisschen ambivalent in meiner Meinung. Also ich sehe Reportagen von Hygienedemonstrationen, wo Menschen einfach ein Mikro vor den Mund gehalten wird und die plappern los und reden verschwörungsideologisches Zeug. Und dann findet danach keine Einordnung statt. Und das, finde ich, geht eher Richtung Befördern und nicht Richtung journalistisches Berichten. Denn da sollte meines Erachtens eine Einordnung von eindeutig falschen Informationen stattfinden. Und ich glaube auch, und das ist mein dritter Punkt, dass wir reden ja gerade sehr viel über Resilienz. Also das ist das, was jetzt irgendwie aus der Krise folgen muss. Und wenn die demokratische Öffentlichkeit resilienter werden will gegen Desinformation, dann muss sie auch solche Desinformationsquellen besser antizipieren. Also dass Bill Gates eine große Rolle spielen wird in diesen Verschwörungsmythen, die jetzt zu Corona zirkulieren, das hätte man schon so im Januar, Februar absehen können, wenn man diese einschlägigen Alternativmedien auch systematisch beobachtet. Ich arbeite als Politikberater vor allem mit Ministerien und politischen Institutionen und ich sage denen mittlerweile, bezieht euch nicht nur auf eure Presselage, wenn ihr euch ein Bild über die öffentliche Meinung und über die Stimmung in der Gesellschaft machen wollt, beobachtet auch soziale Medien und sogar auch die reichweitenstarken Alternativmedien. Also mit anderen Worten, man hätte schon früher ansetzen können. Genau, und dann hätte man viel früher auch sachlich über die Rolle von Bill Gates in der globalen Gesundheitsthematik berichten können. Der ist da ja engagiert mit seiner Stiftung, das kann man ja gar nicht bestreiten. Also Verschwörungsmythen haben ja auch immer irgendwo einen gewissen Wahrheitskern, einen Aspekt, der stimmt. Und das ist aber nur ein Teil des Puzzles, der Rest stimmt dann oft nicht. Aber man hätte viel früher auch über die Rolle von Bill Gates meines Erachtens berichten können, wenn man antizipiert hätte, dass das eine der zentralen Verschwörungserzählungen wird in dieser Krise. Ich würde ganz gerne auch die Politik dazu hören, zu dieser Frage, wie viel Aufmerksamkeit müssen, sollen wir dem Ganzen einräumen? Und liebe Staatssekretärin, das, was wir gerade von Herrn Hilje gehört haben, nämlich man könnte schon früher auf gewisse Desinformation einwirken von politischer Seite aus. Wie sehr ist das schon durchgesickert bei den Kolleginnen und Kollegen? Also die Antennen da auf Empfang zu stellen und mitzubekommen, was in den sozialen Netzwerken ist, das versuchen wir, aber es hängt natürlich davon ab, Sie bekommen manche Nachrichten auch nur mit, wenn Sie den richtigen Menschen folgen. Das heißt, man braucht ein großes Antennennetzwerk, um auch, wenn wir immer nur den einschlägigen, der ARD, dem ZDF, den großen Tageszeitungen und ein paar Politikern folgen, dann werden wir das nicht erspüren können, was Herr Hilje jetzt eben dargestellt hat, sondern Sie brauchen auch Menschen, die anders vernetzt sind, um das aufzunehmen. Mhm. Das Zweite ist aber ein totaler Balanceakt. Wann müssen wir eine Gegendarstellung machen? Wann müssen wir eine Falschnachricht aufgreifen und müssen etwas dagegen setzen? Wenn es jetzt etwas ist, was lebensbedrohlich ist oder wo es um Medikamenten oder um Hygieneregeln oder solche Dinge geht,
dann versuchen wir immer sehr schnell zu reagieren. Es gibt aber auch Formen von Desinformation. Ich kümmere mich ja auch für Frau Dreyer um Medienpolitik. Das Thema Rundfunkbeitrag ist auch immer so ein Bashing-Thema, insbesondere von rechtspopulistischen Aktivitätskreisen. Und dann haben wir mittlerweile auch schon mal geschaut, es gibt dann Leute, die, sie können ja retweeten mit einem Kommentar. Und dann müssen sie manchmal schauen, wie viel Follower hat überhaupt jemand. Die benutzen gewisse Hashtags, die haben zum Teil sind das Menschen, die haben nur 2 oder 3 Follower. Oder es sind auch, es sind keine Bots wahrscheinlich, aber durch die entsprechenden Hashtags verbreiten sie auch viral ihre Falschinformationen und sie sind in so ein, und geraten in einer gewisser Weise unter einen Rechtfertigungsdruck. Aber das ist eben sehr hilfreich, da mehr Handlungsinformationen zu bekommen. Wann muss man wie reagieren? Und das Dritte, das hat Frau Leopold auch eben angesprochen, wir erleben auch Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, wenn sie dann einordnen, was Herr Hilje eben zu Recht angemahnt hat, dass das nicht immer passiert, dann gibt es eben auch niederschwellige bis hin zu Gewaltausübungen, die auf Journalistinnen und Journalisten treffen. Also 2 prominente Beispiele, 1 bei der ARD und das andere hier bei einem ZDF-Team, heute Showteam in Berlin passiert. Dass, wenn eine Einordnung geschehen soll, Menschen wirklich niederschwellig aggressiv reagieren, das ist ein echt neues Phänomen. Das haben wir bisher nicht gehabt und das ist sehr besorgniserregend. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das mit der Aufmerksamkeit einerseits eine Frage des Differenzierens, um was für eine Falschinformation geht es hier eigentlich, wie virulent, wie schwerwiegend ist die, das muss schon austariert werden, aber grundsätzlich müssen wir uns dem Thema sehr aufmerksam widmen. Frau Pitzer, ich hoffe, Ihre Frage ist damit ja, in Teilen beantwortet, vielen Dank schon mal. Ja, mischen Sie sich gerne ein, Sie haben eine Handfunktion in Ihrem Webex-System und die können Sie gerne betätigen, wenn Sie sich einklinken möchten und eine Frage haben. Wir sollten natürlich auch zu gewissen Lösungsansätzen kommen und die müssen wir wahrscheinlich in der Politik, in der Zivilgesellschaft, im Journalismus suchen. Ich würde gerne diese Runde jetzt thematisch eröffnen. Wie kann man den Menschen erst einmal, würde ich gerne Frau Leopold fragen, dazu befähigen, dass sie Falschnachrichten oder Desinformationen als solche erkennen? Worauf ist da zu achten? Oh, das ist eine große Frage. ich denke, es gibt eben viele Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können, aber das ist ein sehr dynamisches Feld, was sich immer weiterentwickelt. Also einen Punkt hat der Hilje schon genannt, wachsam sein, was Quellen angeht und was sozusagen den Aufbau einer Information oder einer Nachricht, einer Meldung angeht. Ein klassisches Merkmal von Fake News oder vor allem von Verschwörungsmythen ist, dass sie sozusagen den Beweis des Gegenteils nicht so richtig zugänglich sind, aber auch den Beweis nicht zugänglich sind. Sondern das ist eine Verkettung von sozusagen Einzelaspekten, die kausal zueinander geführt werden. Und am Ende steht dann halt ein geschlossenes Weltbild. Das ist so ein zweites wichtiges Merkmal. Das ist hermetisch abgeriegelt, ist kein Zweifel mehr möglich ist. Ich glaube, es ist also sind so punktuelle Sachen, die man anwenden kann, wenn man sich über den Inhalt beugt. Quellenkritik spielt eine große Rolle. Also von wem habe ich diese Information? Ein Beispiel aus dem eigenen Leben. Ich glaube, der Klassiker, den wir alle inzwischen kennen, ist irgendwie der WhatsApp-Familienchat. Und ich habe sowas auch und unlängst tauchte dann dort irgendwie die Information auf, dass das Kawasaki-Syndrom jetzt eine neue, dass sozusagen der neue Virus ist, der kommt und gezielt aus China mit dem Wind verbreitet wird, um Kinder zu infizieren. So, denkt man sich natürlich schon auf den ersten Blick, bisschen komische Informationen, dann habe ich nachgefragt, woher hast du jetzt diese Information?
kam die Antwort von meiner Cousine, die hat es im Internet gelesen. Und ich glaube dann, also das ist jetzt eher sozusagen, ich beantworte eher die Frage, wie geht man sozial vielleicht damit um, wenn man auf Informationen stößt, die einem selber schon mal nicht so plausibel vorkommen, ist immer wirklich diese Quellenkritik zu üben und zu sagen, okay, das ist dann vielleicht jetzt nicht die verlässlichste Quelle und wo genau hat sie das dann gefunden. Und dann hilft es auch oft, seine eigene Recherche entgegenzusetzen. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den man sich klar machen muss, das ist auch nochmal die Antwort auf die Frage vorhin, die Wiederholung der Lüge festigt die Lüge. Also ich habe da gerade einen Fehler gemacht. Ich habe Ihnen nämlich erzählt, was da für Sachen erzählt wurden und dass die sich ja als haltlos rausgestellt haben, auf dem jetzigen Kenntnisstand. Und damit habe ich das Gerücht aber in Ihren Kopf gesetzt. Und es ist jetzt da und es kann wieder angetriggert werden. Das ist also ein Mechanismus, der leider funktioniert und auf den es nicht so richtig eine Antwort gibt. Ingrid Botnick hat dazu kluge Sachen geschrieben und ein Buch geschrieben. Was funktioniert ist, das, ich spreche jetzt aus journalistischer Sicht, das Truth Sandwich, also die Lüge oder die Fake News zu nehmen und sozusagen einzubetten in das, was ist. Aber das, was so einfach klingt, ist im echten Leben doch sehr eng begrenzt auf schmale Handlungskorridore, so zum Beispiel, wo es um Zahlen geht oder um historische Ereignisse. Immer wenn wir uns dem Bereich der Interpretation oder der Analyse und der Einordnung nähern, eröffnen wir einen Interpretationsspielraum, eben auch einen Spielraum für Kritik an zu viel Einordnung. Das möchte ich eindeutig unterstützen. Helge hat die Hygienedemos erwähnt und sozusagen das kritiklose Hinhalten der Mikrofone. Aber wenn wir das nicht machen würden, wenn wir diesen Vox Populi, also dieser Stimme, die wir da eingefangen haben, immer so einen Reporter entgegensetzen, der sagt, und übrigens, das war jetzt Fake News, würden wir ganz schnell in Teufels Küche kommen als Journalistinnen und Journalisten. Ein Stück weit ist unser Job auch abzubilden, was einfach los ist da draußen und wie krude oder wie abwegig dann Meinung oder Einschätzung sind, das müssen wir dann auch ein Stück weit aushalten, wenn wir sie abbilden. Genau. Ansonsten vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, was mich so ein bisschen ermutigt, ist, dass die sozialen Netzwerke ziemlich entschlossen oder etwas entschlossener, zumindest als in der Vergangenheit, Schritte gehen, um gegen Desinformation vorzugehen. Twitter ist jetzt das beste Beispiel, was Trump himself getroffen hat, wo es dann immer wieder Hinweise gibt darauf, diese Informationen doch mal selber nachzuprüfen. Und auch die Medien selber gehen diese Schritte. Also ich möchte da den Guardian herausgreifen, der zum Beispiel an die Archivstücke jetzt immer einen ziemlich deutlichen Hinweis macht, dass es ein altes, das ist alter Content, weil auch das eine Strategie ist von Desinformation, alten Content zu teilen, der sozusagen im Preview-Modus in sozialen Medien nicht als alt erkennbar ist und daraus dann neue Informationen oder Zusammenhänge zu konstruieren, die eben so nicht stimmen. Also das Instrumentarium ist weit gefächert und deswegen müssen auch die Antworten weit gefächert sein. Der regulatorischen Ansätze zu sprechen kommen, haben wir hier eine Publikumsfrage, und zwar von Nina Maffi-Gudarzi. Ich grüße Sie. Wir brauchen ein paar Sekunden, um umzuschalten, bis wir Sie hören und sehen. Gibt ja seit knapp 1,5 Jahren einen sogenannten Verhaltenskodex gegen Desinformation auf EU-Ebene geschlossen. Wurde ja zwischen EU-Kommission und einigen Online-Plattformen. Und dort sind selbst regulative Maßnahmen enthalten, wie Desinformation bekämpft werden soll in Online-Plattformen. Jetzt gab es zuletzt einen Evaluationsbericht von ERGA. Und da wurde dieser Ansatz auch durchaus gelobt. Aber die Frage ist ja auch, wie man jetzt langsam vielleicht auch zu Co-Regulierungsmaßnahmen kommt, inwieweit auch staatliche Verantwortung gefragt ist, um eine Vereinheitlichung der Maßnahmen und auch eine Transparenz der Maßnahmen zu begründen. Denn wir können ja auch selber beobachten, dass Plattformen wie Facebook, wie Twitter, wie YouTube unterschiedlich mit
echter oder vermeintlicher Desinformation umgehen. Ich denke da beispielsweise an dieses Video von der Anführerin der Demokraten, Nancy Pelosi, wo man auch fragen kann, war das überhaupt Desinformation, ja oder nein, wo sie verlangsamt gesprochen hat und der Eindruck erweckt wurde, sie sei betrunken. Jedenfalls waren die Reaktionen unterschiedlich. YouTube hat das Video runtergenommen, Facebook hat es downgegradet nach Eigenangaben. Ich will jetzt gar nicht darüber urteilen, was jetzt die bessere, die vernünftigere Maßnahme in dem Fall war. Aber ist es nicht Verantwortung des Staates, durch Grundregeln auch vorzugeben, wie man solche Fälle handhaben soll und hier eine Vereinheitlichung herbeizuführen? Dankeschön. Für diese Frage, die führt uns genau auf die politische Ebene. Frau Staatssekretärin, vielleicht können Sie uns ein bisschen dazu was erläutern, welche regulatorischen Ansätze entwickelt die Medienpolitik, welche Rolle spielt der neue Medienstaatsvertrag dabei. Da gibt es bestimmt einige Punkte, auf die Sie eingehen können. Ich möchte zunächst mal sagen, dass wenn wir bei Demokratie um 12 sind, dann ist es wichtig, dass wir keine staatliche Kontrolle über Pressefreiheit und Meinungsfreiheit haben, denn das sind wichtige Freiheitsrechte. Und ich mache das immer deutlich, weil regulatorische Instrumente sind eben keine staatliche Medienkontrolle. Das wird oftmals von den Rechtspopulisten immer in den Raum geworfen, auch als Kritik, aber man muss es sehr sorgfältig unterscheiden. Und wir von der medienpolitischen Seite haben eigentlich drei Ansätze. Der eine ist der, den auch Frau Leopold eben beschrieben hat, Herrn Hilje. Das ist das, wenn Sie eine Krankheit haben, Diagnose erstellen, Symptome bekämpfen. Das ist Quellenkritik und dieser Faktencheck. Das zweite ist aber das, was Herr Mavi Godarsi auch angesprochen hat, nämlich regulatorische Dinge und wir anzugehen. Und wir setzen auf das Thema auch Anbieterverantwortung und Eigenverantwortung. Wir haben durchaus in 3 Bundesgesetzen Ansätze, wie eben auch hier Verstöße geahndet werden können. Das kennen wir aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Telemediengesetz oder Jugendschutzgesetz, was gerade novelliert wird. Wir kennen das auch, aber dann sind es eben strafrechtlich relevante Tatbestände, genau, wenn es um Beleidigung oder andere Delikte geht. Aber wir sind ja hier in einem Bereich der Desinformation, wo nicht die strafrechtliche Relevanz im Mittelpunkt steht. Und deshalb ist es wichtig. Wir haben jetzt mit dem Medienstaatsvertrag in der Umsetzung der europäischen audiovisuellen Mediendienstrichtlinie als erster Mitgliedstaat sehr umfassend diese Thematik angegangen mit Diskriminierungsverboten, Transparenzgeboten. Und wir haben hier in Paragraph 19 ganz besonders das Thema der Sorgfaltspflichten eben aufgenommen. Und wir wünschen uns hier, dass alle Anbieter sich selber verpflichten. Wir haben 4 Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle, dass wir sagen, ähnlich wie die Zeitungsverlage, die sich dem Pressekodex unterwerfen, wünschen wir, dass die Online-Medien sich eben auch einer freiwilligen Selbstkontrolle anschließen. Eine Sorgfaltspflicht im Prinzip. Genau, die Sorgfaltspflichten, journalistisch-redaktionelle Sorgfaltspflichten walten lassen. Und wer das nicht tut, der muss sich eben diesen anderen Aufsichten unterwerfen oder wird dann möglicherweise auch anders von den Landesmedienanstalten geahndet. Und der dritte Punkt, der für uns total wichtig ist und den wir auch angehen, ist das wichtige Thema der Medienkompetenz. Denn wir müssen auch Menschen aller Generationen ertüchtigen, dass sie in den Netzen auch überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, so wie Frau Leopold das eben beschrieb, kann das überhaupt stimmen, dass man erstmal zunächst beginnt, sich die Frage selbst zu stellen und dann vielleicht automatisch zur Quellenkritik übergeht. Und deshalb muss es eine Trias sein und wir können nicht nur mit dem Instrument der Regulatorik dort eingreifen. Mhm. Danke ich Ihnen nochmal für diese Einordnung. Gerade Ersteres ist ja ganz, ganz wichtig, das nochmal ganz scharf und sauber zu trennen, dass nicht genau aus diesem Grunde wieder neue Verschwörungserzählungen
in die Welt treten, also das Regulatorische, das vom Staat kommt. Das ist eine diffizile Angelegenheit. Ich würde ganz gerne Johannes Hilje und Juliane Leopold auch noch mal fragen, wie kann Zivilgesellschaft, wie kann Politik, wie kann Journalismus entgegenwirken und welche regulatorischen Strategien wünschen Sie sich tatsächlich für den Umgang mit Desinformation? Johannes Hilje. Also ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz auf diesen Ansatz der Selbstregulation durch die Plattform selbst zu sprechen kommen. Das ist der Ansatz der EU, und wenn man sich auch diese Zwischenstandsberichte der EU letztes Jahr immer mal wieder durchgelesen hat, dann sah man da Licht und Schatten. Also da ist auch vieles wirklich noch weiterhin im Argen, zum Beispiel was Fake-Accounts angeht, ist sehr schwierig für die Plattform damit wirklich umgehen zu können. Wir haben jetzt eine Besserung gesehen zu der Corona-Pandemie, dass sehr viel eingeblendet wurde an sozusagen verlässlichen Informationen. Auch unter einem Video von Ken Jebsen sieht man den Hinweis zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sehr klein, muss ich sagen, aber er ist da. Und man hat auch die Inhalte von seriösen Institutionen gepusht. Vom Algorithmus wurden die dann sozusagen als wichtiger bewertet. Aber wir sehen eben auch, dass Selbstverpflichtung natürlich nur dann greift, wenn die Plattformen selbst ein Interesse daran haben, dass sie ein bestimmtes Image in der Öffentlichkeit aufrechterhalten oder für sich haben können. Wenn sie die Angst haben, sie werden nur als Desinformationsschleuder wahrgenommen, und das Problem, dieses Imageproblem hat Facebook und auch YouTube zunehmend bekommen in letzter Zeit, dann agieren sie auch, weil dann geht es an ihr Geschäftsmodell ran. Wir haben aber auch Plattformen, denen scheint das völlig egal zu sein. Telegram ist ja so ein neuer Messenger-Kanal, der wurde von einem Russen gegründet, der Sitz liegt in Dubai mittlerweile, dieses Unternehmens. Die sind nicht Teil der Selbstverpflichtung der EU und fühlen sich deshalb da auch gar nicht von irgendeinem Kodex gebunden. Und da sehen wir ja gerade auch so etwas wie das Epizentrum der Desinformation. Da hat jemand wie Eva Herrmann mittlerweile über 100.000 Follower in ihrer Telegram-Gruppe. Da sind diese Leute, die auch die Demos in Stuttgart gegründet haben, sehr aktiv. Also wir haben dann da Bereiche, die sind nicht mit erfasst unbedingt von so einem Selbstkodex. Und das würde ich noch mal gerne kritisch anmerken. Sie haben angesprochen, was kann Zivilgesellschaft oder Politik und Journalismus machen. Ich habe das eine vorhin schon gesagt, so Politik kann selber besser antizipieren, und Social Media Monitoring ist da sozusagen das Stichwort, dass man viel früher versucht zu identifizieren, was gibt es da an Stimmung. Und ich kann hier nochmal ein konkretes Beispiel geben. Ich arbeite hier in Berlin mit dem Auswärtigen Amt auch zu dem Thema. Und da gab es 2008 diesen UN-Migrationspakt, ein Thema von den Vereinten Nationen. Da ist das Auswärtige Amt sehr lange davon ausgegangen, das interessiert überhaupt niemanden in der deutschen Öffentlichkeit. Letztendlich hat es auch nicht so einen Einfluss auf deutsche Politik und deutsche Asylpolitik gehabt, weil es ein relativ unkonkreter Beschluss war der UN. Aber die rechten Alternativmedien haben dieses Thema im Jahr 2008 das ganze Jahr über gespielt. Und man konnte das schon im Februar und März beobachten, dass das da richtig an Resonanz einfach bekommt, das Thema. Und dann im November war es auf einmal auf der Welt am Sonntag mit genau dem Framing, nämlich der rechten Einladung an alle, Fragezeichen. Und da gebe ich Frau Leopold recht, dass es dann, auch wenn dann Fragezeichen hinter ist, kognitionswissenschaftlich wissen wir, das setzt sich fest im Kopf, egal ob es widerlegt wird oder negiert wird oder mit Fragezeichen versehen. Das war genau die Deutung dieses UN-Migrationspakts der Rechten, Einladung an alle. Und das war nicht mehr richtig wegzukriegen vom Auswärtigen Amt. Und das hätte man tatsächlich vorher wissen können, wenn man das beobachtet. So, ist erstmal eine Sache von Beobachten. Auch da wieder Prävention. Wir haben und wie gesagt, wir sprechen jetzt über Resilienz sehr viel. Ja. Und das könnte so etwas sein, dass man dieses Social Media Monitoring viel mehr integriert, um einfach nur zu schauen, was da so läuft. Und die Widerständigkeit eben. Ich muss, Herr Hilje, so arbeiten leider und das, nur als letzten Satz noch bitten, weil wir haben noch eine Frage. So arbeiten nämlich letztendlich auch die Fact-Checker. Also zum Beispiel Korrektiv ist ja so eine Institution, oder ein Medium, das Fact-Checking für Facebook macht. Und die kriegen automatisiert von Facebook die Artikel zugewiesen, die einfach sehr viel geteilt werden oder die wo es losgeht, diese virale Verbreitung, damit die schnell agieren können. Und das sind sozusagen Systeme, Software, die können sich auch Parteien und Institutionen und Medien anschaffen, um einfach sozusagen besser antizipieren zu können, was könnte hier passieren. Ja,
Vielen Dank, das ist ja ein ganz konkreter Vorschlag. So, eine letzte Frage von Jens Becker. Das System schaltet sich um zu Ihnen und wenn Sie kurz netterweise Ihre Frage stellen, weil wir nicht mehr so viele verbleibende Minuten haben. Herr Becker, ich grüße Sie. Das Mikro ist nicht an von Herrn Becker. Ja, dann würde ich natürlich gerne noch die Praxisfrau Juliane Leopold dazu fragen. Welche regulatorischen Dinge wünschen Sie sich? Was fordern Sie auch von der Politik? Wir haben ja schon einiges jetzt gehört, was alles am Laufen ist. Man ist sehr sensibilisiert, man ist sehr alert in diesem Thema unterwegs. Frau Leopold, wo wünschen Sie sich noch klare Strukturen? Also ich habe jetzt gut zugehört und auch lange nachgedacht, bin nochmal in mich gegangen. Tatsächlich wünsche ich mir von der Politik eigentlich nur, dass sie uns unsere Arbeit machen lässt. Ich glaube, wir beobachten so wie alle anderen auch, was so vorgeht und versuchen unsere Antworten zu finden und das sind journalistische Antworten. Und das können wir am besten, wenn wir wenn ich jetzt mit dem Öffentlich-Rechtlichen gut spreche, wenn wir unseren Auftrag gut erfüllen können und dafür die Mittel kriegen, die wir dazu brauchen. Das ist ein offenes Geheimnis. Wir haben gerade eine große Debatte um Beitragserhöhungen. Die KEF hat eine Empfehlung abgegeben. Es gibt aus der Politik einzelne Akteure, die da was dagegen haben. Ich glaube, ich habe da, natürlich bin ich Interessenkunde, ich kann nur sagen, wir brauchen die Möglichkeit, unserem Auftrag gut nachzukommen und wir brauchen nicht ein, wie soll man sagen, politisch opportunes Spiel letztlich mit den Ressourcen, die dringender denn je nötig sind, um Desinformationen entgegenzutreten. Das ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dafür konstruiert worden, um ein gutes Gegengewicht zur Manipulation zu bilden. Und lasst uns einfach unseren Job machen. Ja, die solide Grundversorgung mit Informationen, also die natürlich auch finanziell ihre Rahmen braucht. Frau Raab, das sind dicke Bretter, die da noch gebohrt werden müssen, gerade in der Frage Beitragserhöhung. Da wird sich gerne gestritten, nicht nur in der Politik, aber bei vielen Menschen. Sie haben es ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass da noch auch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Vielleicht ein letzter Satz, den wir mit auf den Weg nehmen dazu? Alle Medien brauchen aber wirtschaftlich gute Grundlagen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber natürlich auch der private Hörfunk, die Online-Redakteurinnen und Redakteure, als auch die Zeitungsverlage. Und die Corona-Krise hat die Werbeeinnahmen deutlich einbrechen lassen. Und wir in der Rundfunkkommission haben einen Blick auf alle. Und das ist gut so, weil wenn wir auch die Privaten anschauen und deren Bedürfnisse, glaube ich, können wir auch besser für die Akzeptanz für den Beitrag im Öffentlich-Rechtlichen werben. Ja, Demokratie um 12. Ich danke Ihnen sehr für diesen Austausch, für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Heike Raab. Danke Ihnen. Herzlichen Dank, Johannes Hilje. Vielen Dank an Juliane Leopold. Und ich danke natürlich auch Ihnen, die sich eingeschaltet haben, zugehört haben. Ob Krise oder nicht, das Thema, das wird uns ja noch weiterhin beschäftigen. So kann ich nur mehr alle Menschen dazu auffordern, sehr genau zu prüfen, welche Informationen sie woher beziehen und immer mit Distanz, im Zweifelsfall mit einer eigenen Recherche und Menschenverstand zu überprüfen, was sie da hören, lesen oder sehen, auch wenn die Kanäle immer, professioneller werden und es möglicherweise auch schwierig ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für diesen Austausch genommen haben. Danke nochmal für Ihre Fragen und Anmerkungen. Uns alle noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.